Einen schönen guten Tag, liebe Bunkerbewohner. Da scheppert's doch direkt. Willkommen zurück bei Amnesia, The Bunker. So, Generator läuft. Wir haben eine gewisse Zeitspanne, während er an ist. Und dann sollten wir diese Zeit auch nutzen. Gehen wir mal hier durch. Geht nicht. Ah, wir brauchen den Code, ne? Ja, passt. Ich will die ganze Zeit F spammen, um Licht zu machen. Sache ist, das brauche ich gar nicht. Ich muss einfach nur F gedrückt halten, aber naja. Ein Licht. Ah. Jetzt. Hier. Was haben wir denn? Mannschaftsquartier. Leider. Bunkraum und Gefängnis. Machen wir erstmal hier überall Licht. Wert. Was haben wir denn hier? Es ist angepinnt, aber warum? Da wurde was eingezeichnet. Kartenmäßig. An den Fehler dieser Aufzeichnung. Hornier, unser Befehlshaber und Offizier, Howard. Davor wieder jemand mit starken lauten Motor rum. Also was? Fournier, unser befehlshabender Offizier, kauert gerade neben mir. Er hat völlig den Verstand verloren. Pure Angst hat ihm von ihm Besitz ergriffen. Unablässig wiederholt er ein und dasselbe. Fliehen, fliehen, wir müssen fliehen und die Bestie einsperren. Er will abhauen und den Ausgang hinter sich sprengen, um den Dämon hinter hier unten einzusperren. Den Dämon und unsere Männer. Sein unablässiges Gebrabbel geht mir auf die Nieren. Langsam ergreift diese entsetzliche Leere auch von mir Besitz. Falls einer meiner Männer das hier liest, sobald wir hier raus sind, besorge ich mir von ihm die Zugangskombination für die Waffenkammer und gebe ihm per Funk an durch. Wenn sie da unten mit dieser Bestie gefangen sind, ist die Waffenkammer womöglich ihre einzige Hoffnung. Mehr kann ich wirklich nicht tun. Zu mehr reicht mein Mut nicht. Begeben Sie sich zum Funkraum im Mannschaftsquartier. Verstecken Sie sich dort. Ich werde die Kombination durchgeben. Okay. Du hast gerade einen Hinweis entdeckt. Ziele werden auf deinen Karten eingezeichnet. Notizen, die Ziele beinhalten, werden in der Liste der Liste der Notizen hervorgehoben. Das Tolle ist, wir haben hier alles Mögliche, nur keine Karte. Oder angepinnt. Aber ich muss jedes Mal in diesen Hub-Raum zurück, um mir quasi die Karte anzusehen. Praktisch. Allen Spuren. Gib mir doch irgendwas. Was bekomme ich? Grammophon. Aufgehoben. Leere Flasche, eine leere Flasche, die sich werfen lässt. Okay, spannend. Jetzt aufziehe. Ach, bumm. Oh, scheiße. Fuck! Ich hab's angelockt! Kann es sein, dass der Generator schlapp macht? Bald, ja. Aber ich finde die Entscheidungen in diesem Spiel und wie sie eingebaut sind, fantastisch. Das ist ein richtig harter Nervenkitzel.
Du wurdest verwundet, sei auf der Hut. Du hinterlässt nun Blut. Nun eine Blutspur, die bestimmte Kreaturen anlocken können. Das auch noch? Alter, was zum Teufel? Das ist ja... Aber ich habe ja das hier. Verwenden. Köstlich. Ist wahrscheinlich für größere Heilung gedacht, aber ich nehme es jetzt. Wirbt das Blut nur in diesem Raum. Indem ich jetzt wieder rausgehe. In dem Nische konnten schon immer die Monster Türen zerstören. Ich denke, das wird hier nicht anders sein. Das heißt, so eine olle Holztür wird das Monster nicht davon abhalten, hier einzukommen und es zu töten. Ist da nichts. Das ist nur so ein Stück Holz von diesem von der Tür hier. Scheiße. Scheiße. Das war's. Kriegsgefangene, 30. Juni 1916 von FWV Delphi an Major Fournier, Major Blanchett unter anderem. Ah. Seit dem Überfall gestern Abend sitzen etwa 20 deutsche Soldaten bei uns in Gefangenschaft. Sie gehören dem 4. Reservekorps an, Reservekorps der 2. Armee an. Unsere Zellen sind überfüllt. Ich empfehle, sie schnellstmöglich zu einer der rückwärtigen Sammelstellen abzutransportieren, mit einer Ausnahme. Der Gefangene 73014 möchte ich hier behalten. Vor seiner Gefangennahme hat er sich alle Hoheits- und Rangabzeichen von der Uniform gerissen, weswegen wir seinen Dienstgrad nicht kennen. Seit seiner Gefangennahme hat er kein einziges Wort gesagt. Ich vermute, dass es sich bei ihm um einen Offizier oder andere wichtige Person handeln könnte. Ich denke, dass wir seinen Willen brechen können, sobald wir ihn von seinen Männern getrennt haben. Er bitte Rückmeldung. Boah, ich glaube, das macht mich wahnsinnig, ey. Schlimm. Okay, was haben wir da? Benzin? Voll? Scheiße. Aber was mach ich jetzt? Granate, die einige Sekunden nach Wurf Giftgas freisetzt. Ja, damit wurde ich ausgenockt. Warum gibt es vor allem bei der Pistole hier so zwei weitere Felder? Wundert mich ein bisschen, ob die verbessern kann oder so. Tja. Mal zurück und das Benzin holen, würde ich sagen. Da ist wieder so ein Loch, da kann es rauskommen. Noch was hier? Da, Foto. Sprengung. Vielleicht haben sie hier irgendwo in den Tiefen etwas aufgeweckt, was sie hätten nicht finden sollen. 2. Mai 1916 von wahrscheinlich Unteroffizier Hubert an Major Fournier. Den Pionieren ist in unserem Lagerbereich ein Durchbruch in die alten römischen Tunnel gelungen. Aha. Alles ist so, wie wir es erwartet haben. Ihre bauliche Substanz ist in Ordnung. Sie sind tief, führen, obwohl ich, was diesen letzten Punkt angeht, offen gestanden skeptisch war, in Richtung der deutschen Linien. Bis September sollten wir soweit sein, dass wir uns aus den Tunneln heraus einen starken Vorstoß führen können. Vielleicht erwähnenswert. In den Tunneln haben wir Urnen, lateinische Texte und vieles mehr entdeckt. Wir werden unser Bestes tun, einige dieser Funde für die Nachwelt zu bewahren. Weitere Berichte folgen. Okay. So. Das war's, glaube ich, hier drinnen. Aber. Tür. Ja.
Hast du was? Nö. Kam ich denn überhaupt her? Das ist aber auch ein geiles Szenario, muss ich zugeben, ne? Du bist gefangen quasi in einem Bunker. Irgendeinem Monster. Notabschottung. Lass mich gerne. Ah, ich glaube. Exit. Ein Ausgang? Wettererzettel. Ich habe schon seit Stunden, wie zur Hölle komme ich hier raus? Ich habe schon seit Stunden keinen anderen Menschen mehr gesehen. Vielleicht bin ich der Letzte. Für den Fall, dass sonst noch jemand ist, für den Fall, dass da sonst noch jemand ist, hinterlasse ich diese Notiz. Wenn du dies liest, verschwende keine Zeit. Dies ist der einzige Ausgang, der einzige Ausweg aus dieser von uns selbst geschaffenen Hölle. Er wurde mittels Explosionen zum Einschluss gebracht. Nun muss er aufgesprengt werden. Verschwende keine Zeit mit Graben. Das führt zu nichts. Musst sprengen. Das Dynamit befindet sich in der verriegelten Waffenkammer. Der Zünder liegt irgendwo unten in den römischen Tunneln. Tiefer in der Hölle. Ich mache mich jetzt auf den Weg, um mir beides zu besorgen. Ich will es wenigstens versuchen. Obwohl ich nicht weiß, ob du überhaupt existierst, bete ich für dich. Bitte erweise mir den gleichen Gefallen. Das ist natürlich ein super Hinweis, da wir jetzt wissen, wo wir was finden. Also das Dynamit befindet sich in der Waffenkammer, auf jeden Fall. Der Zünder irgendwo in den römischen Tunneln, tiefer in der Hölle. Wo ist das? Der Generator ist aus. Kacke, Mann. Zocke ich hier ohne Strom. Esse. Ich kann es nicht mitnehmen, das ist doch zum Mäusemelken. Esse, begrenztes Inventar. Das macht es natürlich nicht einfacher. Mach zu, mach zu! Kann ich hier rein? Kann ich so oft speichern, wie ich will? Vorschlag wurde gespeichert, okay. Ja, es gibt Speichermusik. Oh Gott. Da wurde es eingezeichnet, ihr seht's. Soldier Quartiers Arsenal. Ja, ist ja auch irgendwo klar, dass wahrscheinlich die Bereiche, die am weitesten entfernt sind, dass wir da hin müssen, um Ausgang aus diesem Spiel zu finden. Was lege ich ab? Leere Flasche, Fleisch, brauchen wir gerade nicht. Das ist schon wichtig. Ah, die Granate lasse ich mal. Haufenweise Benzin gefunden, ich muss gerade erstmal nur. Okay. Kann ich die Tür hinter mir schließen? Hab das Ding da drin, ist das ja eigentlich furz egal. So, als erstes holen wir das und das. So. Ist das eine normale Granate? Eine normale Granate. Ah. Gasgranate und Granate. Wahrscheinlich kann ich dann das. War der vorher schon hier? Ich glaube nicht. Hat er was? Kannst aber nicht aufnehmen. Oder ist es der Typ von vorhin? Ah, nimmt er das jetzt kontextsensitiv einfach? Ich werde ihn nicht einschalten, weil ich habe ja noch woanders ein.
einen Kanister gesehen, deswegen. War denn der Kanister nochmal? Hat der Kiste vorgestellt. Das heißt, da wurde etwas versucht auszuhalten. Infirmary. Ah ja. Achso, das ist jetzt. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Das ist die Tür von der anderen Seite. Ja. Alles gut. Ich glaube, ich bin hier lang. Oder? Emergency Lockdown. Toll! Ja, es ist auch noch. Es ist auch noch das Rad kaputt. Leider. Alles gelockdownt. Ja, vielleicht was? Nee. Krieg ich das hier weg? Ja. Ja, Ratte. Nicht drin. Komm schon, mach Licht. Dass man jetzt Türen verriegeln kann oder öffnen, diesen Riegel hier, das finde ich super geil. Aber wie gesagt, so eine olle Holztür hält nicht davon, der geht nicht davon ab, reinzukommen. Das ist theoretisch, könnte man sie auch offen lassen, wenn sie zerstört werden. War nichts. Der Fleisch? Was? Leuchtfackel? Mann, das Inventar ist wieder voll. Was ist denn hier los? Ich kann nichts mitnehmen. Sack nehmen und dann. Bam. Fackeln. Ich weiß nicht, wie viel mal ziehen, wie viel bringt. Also wie lange die hält. 9th of July. I do not know the time, but dusk has fallen and still, of course, no word. When I asked the sergeant, he shrugged, as if I was asking about when it might next rain. These fools around me, laughing, drinking, arguing. Do they know what I've done? Do they suspect it? I feel they must all be guilty of something. And yet, they laugh, drink. Argue. God knows what I've done. I wonder if his judgment could be worse than my own. Damn. Na, komm, mach auf. Das geht nicht. Ah, da sind Codes dran. Ich glaube, ich habe den Code nicht. Habe ich da nicht eine Marke oder so? Element hier. Ja, anscheinend brauche ich erst die Codes. Lass das Licht wieder aus. Die Stimmung ist so unbehaglich einfach. Voucher. 589. Steht er hier irgendwo?
Foto. Ach, da waren vorher schon Löcher drin und die haben die aufgemacht? Oder zu? Würde ich so sagen anhand des Fotos. Da ist das Rad drinne. Boah, das Licht, ne? Da. So, jetzt weiß ich den Code nicht, Moment. 5896. So. 5896. Ah. Tasche. Ich habe eine Inventarerweiterung. Ach, das gibt es hier runter wahrscheinlich, ne? Aber ich krieg nur einen Slot? Resident Evil gab es zwei. Ja, aber ich kann auf jeden Fall jetzt noch das Item mitnehmen in dem Regal. Voll. Da ist auch Benzin drin, ne? Alles verschlossen. Auch für jeden Spind brauche ich den Code. Frage, was nehme ich mit? Benzin, das brauche ich eigentlich eher. Kann Benzin gestackt werden, ist die Frage. Das finde ich irgendwie schade, dass Items nicht gestackt werden können. Das heißt, ich brauche für jedes Item einen eigenen Platz. Die ist alles voll mit Benzin. Zwei auf jeden Fall. Nehme ich dann den Generator. Scheiße. Nope. Nein, die andere Tür. Shit. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Oh nein, der kann auch da durchkriechen. Gibt's ein Loch? Wenn ich das Wehrblech hält ihn ab. Oh Gott. Alter, meine Pumpe tritt gerade auf Anschlag. Ich muss das anmachen, sonst sehe ich nichts. Weiß er nicht mal, wo er ist? Noch im Gang? Köln. Beziehungsweise ich höre S. Ich überlege gerade, weil bei mir ist die Anzeige ja schon relativ dunkel. Ich weiß nicht, wie es dann bei euch sein wird. Ich werde mal gucken, ob ich den Gamma-Wert ein bisschen hoch höher stellen kann. Grafik? Spiel? Nee. Barrierefreiheit. Ach, da steht dick und fett Gamma. Ich werde den mal ein bisschen höher stellen. Sieht man halt, ja. Hat echt nix. Ich denke mal, das ist besser. Weil man verbringt in Amnesia auch einiges an Zeit im Dunkeln vor Monstern zu verstecken. Scheiße, da ist der. Ich kam ja durch diesen Schacht hier rein. Ob der da auch durchkommt? Licht. Komm schon, Alter. So laut ist es jetzt auch nicht. Wie ich hier mal. Gott. Hier ist mein Safe Haven. Nein, die Kiste ist im Weg. Lass mich durch. Ich häng fest. Naja, ich
Spiele von Frictional Games. So. Ah. Mein Leben. Hier, da wurden mehrere Sachen eingezeichnet. King Hell, ey. Zentralbunker. Okay. Kiste. So. Leg die Granaten mal ab. Die brauche ich halt gerade. Außer halt gerade überhaupt nicht. Ah, Fleisch auch. Warum wird das nicht gestackt? Verstehe ich nicht. Ich hätte auch rein theoretisch das Fleisch werfen können, um den Gegner abzulenken, aber. Kann sein. Ja, er nimmt das automatisch. Voll gut. Da muss ich nicht jedes Mal ins Menü gehen und das Ding auswählen. So, der Generator ist halb voll. Wenn ich es jetzt nochmal da reinschaffe und den Rest hole, dann habe ich vielleicht sogar einen vollen Generator. Hab dann hier Licht. Gehe ich mal wieder. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wo ich lang muss. Den Gang hier runter und dann irgendwie rechts. Ich habe ja in der Nische schon einen erhöhten Schwierigkeitsgrad, muss ich gerade dann denken. Also im ersten Teil, The Dark Descent. Wenn man auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad spielt, kann man auch den Verstand verlieren und sterben. Die Sanity-Leiste voll ist. Ist richtig abgefuckt. Ja. Brauche ich aber wirklich Licht. So, viele Plätze habe ich. Einige, 4 Stück. So, das nehme ich mit. Dann brauche ich noch das Benzin hier. Und da war in einem Regal noch eins. Gucke ich mal, was es hier sonst noch zum Mitnehmen gibt. Weil die Schränke, wie gesagt, kann ich nicht öffnen. Reich. Stopp. Man konnte aber die Gegner so ein bisschen trollen. Indem man Gegenstände gegen sie wirft. Also ich konnte jetzt zum Beispiel so ein Kissen nehmen und dem Gegner ins Gesicht schleudern. Dann war er dadurch erstmal so kurz gestunt. Ich meine, es gibt Waffen hier in diesem Spiel, aber ob es so sinnig ist, das auf die Monster zu wenden, also die abzuknallen. Ich weiß doch nicht, ob die sterben können. Oder ob das eher ist, um sie um die Flucht zu treiben. Ich glaube, das war's. Gott. Rumpelt's hier so? Immer die Tür hinter sich zumachen. Sicher ist sicher. Leuchtfackel für Notfälle. Die blendend helle und laut zischende Flamme dient als Leuchtsignal, lässt sich werfen. Ja, ich glaube, es könnte ganz nützlich sein, wenn ich irgendwie schnell Licht brauche. Eventuell kann man die auch vielleicht nutzen, um die Gegner zu vertreiben. Ich weiß es nicht. Vielleicht scheuen sie das Licht. Aber es war noch nie im Amnesia-Teil der Fall, also Licht interessiert die Gegner nicht. Ich brauche noch den einen Kanister, den ich gesehen habe, dann ist das Ding voll. Also ich würde ihn gerne voll haben. Dann haben wir ziemlich lange Licht. Speichern nochmal. Bin ich lang gegangen? Hier lang? Nee.
glaube, ich bin hier runter. Ja. Genau, hier runter und dann links. Ja. Da gab es hier einen Raum. Hör es wieder. Soundkulisse im Spiel ist so geil. Macht mich so richtig fertig. Da. Mit. Es gibt Kisten, die man öffnen kann, aber sie sind leer. Warum? Okay, gucken wir uns nochmal hier um, was. Sind wir da? Mach auf! Komm! Okay, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, die offen zu lassen. Ich mach sie zu. Okay, da ist ein Loch. Warte mal, ich hab. Okay. Da ist eine Granate. Okay. Erstmal die Schubladen checken. Da ist noch was. Vielleicht ein weiterer Hinweis. Wir befohlen, die Sicherheitsvorkehrungen für die Waffenkammer zu erhöhen. Ab sofort ist neben einem Schlüssel auch eine Zugangskombination erforderlich. Außerdem werde ich die für diese schreckliche Tat Verantwortlichen aufspüren. Sie werden ihre gerechte Strafe erhalten für Frankreich. Schüsse auf die Bestie. Nach Trembleys Tod ist im Bunker das Chaos ausgebrochen. Ich habe die Kontrolle zurückerlangt und den Männern befohlen, Trupps zu bilden. Sie sollen die Bestie jagen und töten. Sie sagen, das sei nicht möglich. Sie sagen, Kugeln könnten die Bestie nicht töten, sondern nur etwas Zeit verschaffen, ehe sie noch wütend zurückkehre. Also, wir haben gerade eine sehr wichtige Information erhalten. Wir können das Vieh nicht töten. Wir können es, wie ich halt schon vermutet habe, nur zurückdrängen mit der Knarre, die wir haben. Den Granaten wahrscheinlich. Also wahrscheinlich ist das Ding halt unsterblich. Oder vielleicht kann man es nur mit irgendeinem Ritual töten oder so ein Blödsinn. Ich habe sie wieder losgeschickt. Sie sollten sie jagen und töten. Wenn ihnen das misslingt, droht ihnen etwas Schlimmeres als Krallen in der Dunkelheit. Großartig. Und noch was im Schrank vielleicht. Ah ja, Foto. Eine abgetrennte Hand. Also. Was ist das? Das sind die Finger. Uah, Alter. Linke. Okay, ich glaube hier drin ist man fertig. Achso. Aufschließen. Lanyard. Zu. Hier passiert. Da liegt was. Das sind Spielkarten. Eine Flasche. Hm, auch verschlossen. Alter, hab ich mich gerade verlaufen jetzt hier. Was ist los? Exit. Erstmal Strom. Alles mal aufhören zu rumpeln. Macht mich komplett nervös. Bin die ganze Zeit das passiert. Home sweet home. Wir haben einen vollen Tank. Fuck yeah.
äußerst voll. Okay, Fortschritt wurde gespeichert. Nehme ich noch Granaten mit? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber nur, wir sind jetzt leider schon am Ende angelangt. Ich gehe ins Menü einfach, damit die Zeit vom Generator nicht abläuft. Genau, wir sind jetzt hier erstmal am Ende angelangt. Wir haben schon ein paar Räume abgesucht, ein paar Informationen erhalten, die sehr, sehr, sehr wichtig sind. Halt auch zum Beispiel über das Monster, dass wir es nicht töten können. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Aber was das genau ist, wissen wir noch nicht. Aber ehrlich gesagt will ich es auch nicht wissen. Aber vielleicht können wir mal einen schnellen Blick erhaschen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Spiel sich verhält. Also eigentlich ist es so, wenn man in Amnesia stirbt, dann macht man am letzten Speicherpunkt weiter. Deswegen versuche ich halt auch immer so oft zu speichern, wie es geht. Ich glaube, es gibt ja auch so eine Art Hardcore-Modus. Das heißt, wenn man speichert, verbraucht das irgendeine Ressource. Ich glaube nämlich Benzin. Also man kann sich entscheiden, ob man speichert oder das in den Generator pumpt. Ja, das macht das ganze Spiel nicht einfach. Na schön, das war's erstmal von mir und Amnesia The Bunker. Und falls ihr mögt, schaltet wieder ein in der nächsten Episode. Dann werden wir uns weiter hier durchwuseln und gruseln. Und ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.